Aktion Radioverbot vom 21. Oktober 2021. Und neben mir sitzt der Mann, der sich die Frage gefallen lassen muss. Hat Uli Hoeneß dich eingesagt? Mich eingesagt, Digga. Wenn eine Quote von dir viral geht, wie ungesund vegane Ernährung ist und das Foto von dir, was dazu verwendet wird, ist du mit drei Würsten im Maul. Dann nicht eingesagt? Dann hast du niemanden eingesagt. Okay, wirklich. Also, schnell mal auf. Nicht eingesagt. Nächste Frage ist, Scheidungspapiere gefaked, schau mal. Noch nicht. Okay, also auch noch nicht. Ich behalte mir das Ass im Ärmel auf jeden Fall. Man muss ja, wir stehen ja alle auf den Schultern von Riesen. Ja. Wir haben alle historische Vorbilder. Ja. Aber der Move ist stabiler. Auf jeden Fall. Da muss auch erst mal drauf kommen, auf jeden Fall. Auf so eine Idee. Also, das ist schon. Also, da muss es ja schon echt wichtig sein, dass du bereit bist, eine Scheidungspapiere zu fälschen. Ja. Also, das ist schon. Also, das geht in meinen Augen geht das in eine Richtung, wo man vielleicht darüber reden muss, ob man da nicht vielleicht sich mit einem Profi drüber unterhalten sollte, mal über solches Vorgehen. Einfach. Ein Fälschungsprofi? Boah, nee, oder vielleicht auch jemand, der zu dir sagt, hier, was läuft denn bei dir eigentlich so? Also, im Kopf mäßig, was ist da los? Naja, Aber ganz kurz, diese Einsagung, also... Das war brillant. Ich weiß, also, für alle, die es nicht gehört haben, Uli Hoeneß hat bei Antenne Bayern angerufen, hervorragend, das hat er vom Start schon mal, und hat gesagt, gibt keine Geschichte, die nicht gut ist, die anfängt mit dem Satz, Uli Hoeneß hat da und da angerufen. Wirklich. Und ein Teil dieses Interviews war eben dann der Satz, vegetarisch, das akzeptiere ich noch, Veganer aber nicht. Die werden eh alle nur krank und wenn man sie kritisiert, dann werden sie militant. Ja. Eingesagt, sag ich. Uli Hoeneß ist Ernährungsprofi. Ja. Ich hab's dir schon gesagt. Der hat ja privat nichts mit Fleisch zu tun. Das heißt, der hat kein Eigeninteresse. Der hat kein eigenes Interesse daran. Der hat nichts mit Fleisch zu tun. Und you may like it or not, aber so sieht Peak Performance aus. Ne? Das ist Peak Performance. So siehst du aus, wenn du jeden Tag... Du solltest eigentlich nur noch Nürnberger Rostbratwürstchen essen. Ja, dann wäre ich schon viel, viel weiter. Dann würden die Muscle-Ups auch endlich klappen. Das stimmt, also. Als du Fleisch gegessen hast, war Nürnberger Rostbratwürstchen ein Thema? Nee, nie. Das ist nicht mal ein Ding gewesen. Ich war generell nicht so der Wursttyp. Also ja, so die klassische deutsche Fleischküche war nicht meine. Ja. Also außer bei Hermann. Ja, da schon. Da habe ich meine eigenen Kreationen gemacht. Ja, ja. Also und Leute vergiftet natürlich. Attackiert. Mein Leberkäse-Spezial ist ja bis heute berühmt. Der ist bis heute berühmt. Jeder von euch, der also jetzt südlich von der hessisch-bayerischen Grenze schaut, sollte da nicht zuhören bei deiner Leberkäse-Beschreibung. So viel können wir festhalten. Was gibt's sonst zu erzählen? Wie geht's dir? Was geht ab? Bist du müde? Ja. Also ich war gestern beim Kneipenquiz. Oh yeah. Wie heißt dein Team? Wir heißen jetzt Pilavas Harem. Ja, ich wollte was anderes. Das kannst du auch sagen, was dein Vorschlag war. Ja, unter anderem die Quizgeburten. Also, der wirklich hervorragend gewesen wäre. Ich verstehe nicht, warum der Name nicht genommen worden ist. Aber die Leute waren da nicht so bereit für. Und, warum denn Pilar? Was haben wir? Bei Pilar war natürlich der Quizgott. Der Quizgott, ja. Und, aber wir sind Dritter geworden von 9. Das war in Ordnung. Haben am Ende eine stabile Aufholjagd hingelegt. Ja. Ich hatte einen großen Moment. Wie müssen wir das vorstellen? Waren die Runden themenbasiert? Oder? Es gibt ein Bilderrätsel, was quasi über den ganzen Abend gelöst werden kann mit 10 verschiedenen Konstellationen. Mhm. Eins von denen, das war ein Läufer an der Startposition. Mhm. Und das zweite Foto war Manuel Neuer im Deutschlandtrikot mit der 1 drauf. Okay. Und der Hinweis war Film oder Serien. What is it? Ja, du hast den ganzen Abend dafür gebraucht mit deinen Quizgeburten und ich soll das jetzt hier innerhalb von 3 Minuten lösen oder was? Was war's denn? Es war ready, also bereit. Player One, siehst du, ja. Nicht schlecht. Dann 2 Teams gelöst, unter anderem wir. In welcher Position war der Läufer? War der in der Ready-Position? In der Ready-Position, der war auch in der Ready-Position. Also war er unten noch, nicht im Set. Genau. Nee, er war unten, er war in der Ready-Position. Das wäre natürlich ein unverzeihlicher Fehler direkt. Ja, klar. Dann wäre Set Player One gewesen und hat keiner was kapiert. Ja, okay, also dritter Platz, das ist in Ordnung. Wo habt ihr die Punkte geholt? Hinten raus in der Musikrunde, waren wir stark. Da wäre ich natürlich blank. Ja, und ansonsten... Gab es eine Sportrunde? Nee, es gab hier nochmal Sportfragen. Die Sportfrage war wieder sau einfach, viel zu einfach. Es war, in welchem Sport gibt es einen Rebound? Oh Gott, wo du halt denkst, Digga, Gott, wo Gott, sind wir hier bei... Und das am Tag, an dem die NBA wieder losgeht. Kinderversion von Wer wird Millionär oder wo. Mama mia, eigentlich unverschämt, ne? Eigentlich unverschämt, ja. Fand ich auch. Das ist... Damit, in meinen Augen werden damit unfähigen Leuten Punkte zugeschustert. Das war meine Meinung gewesen, ja. Also, ich habe lautstark beschwert, aber es ist dann nur einmal, bitte nicht zu nah an die Bühne kommen. Und beim zweiten Mal können Sie den Glatzkopf nicht raus. So, wir müssen noch aufarbeiten letzte Woche. Ja. Unser Transferspiel kam gut an. Vielen, vielen Dank fürs Feedback und auch vielen, vielen Dank für alle, die uns nochmal gezeigt haben. Ihr seid ja richtig dumm, dass ihr das nicht vorher kapiert habt. Ihr habt recht. Viele haben uns darauf hingewiesen, dass ich eigentlich jetzt einen Spieler hätte auswählen dürfe.
Ich sage aber hier an dieser Stelle, ich werde diesen Sieg jetzt nicht mehr claimen, weil ich finde, das hätte ich in der Situation erkennen müssen. Ja, es folgt dem alten Sprichwort, wo kein Kläger, da kein Richter. So, ich meine, der Kläger, ich könnte jetzt den Kläger mimen, aber es ist zu spät für mich. In meinen Augen hätte man das im Game passieren müssen. Aber wir waren noch so emotionalisiert, dass du mir am Tag danach, als wir es kapiert hatten, hast du mir geschrieben, okay, wir können das klären, aber du musst mir jetzt antworten, wen du nimmst. Ja. Und was haben wir gemacht? Was kam raus? Dass du vorher dich schon informiert hattest. Guck mal, ich gebe dir doch den Sieg. Du musst jetzt hier nicht mit Lügen anfangen. Das ist doch eine Lüge. Ich war nicht informiert. Du hast gesagt, Nummer 24 der Liga. Ich habe gesagt, 25 hast du gesagt, habe ich schon. Dann habe ich gesagt, 24. Ja, und dann muss ich nochmal einen Hinweis geben. Eigentlich hatten wir im Vorfeld die Regel festgelegt, intern noch, dass wir keine Liga zweimal bespielen. Das wirst du jetzt leugnen. weil ich dich kenne. Was? Doch, das hat er festgelegt. Wir machen immer eine neue Liga. Aber Fakt ist, es gab nur eine Gewinnkonstellation für Nico. Und das wäre gewesen, die 24 aus der Ligue 1 zu nehmen. Oder 23 ging auch, aber auf jeden Fall Ligue 1. Ja. Weil in allen anderen Ligen wäre selbst die 25 zu viel Geld gewesen. Ich wäre trotzdem noch knapp über dir gelandet. Ja. Also, der Sieg bleibt bestehen, aber... Ein Geschmäckle. Na, eigentlich auch nicht. Aber geil zu wissen, dass es wirklich eine einzige Option gab. Wir haben geschrieben, da saß ich mit meinen Eltern am Tisch am Freitagabend und ich habe mich sehr gefreut. Mein Vater auch, hat mitgefeiert. So, Fußball haben wir auch noch. Ja. Wir wollen heute über die zweite Bundesliga reden, wir wollen ein bisschen über Ajax reden, wir wollen über Trainer reden. Und eigentlich will ich mit Trainern anfangen, weil es ein bisschen schön Spinnerei ist. Ja. Und wir haben uns überlegt, wir wollen 4 Trainer, die noch auf dem Markt sind, neu verteilen. Mhm. Die Rede ist von Conte, Favre, Löw und Zinedine Zidane. Ja. Das heißt, wir reden darüber, wo diese Jungs jetzt hin müssten. Hast du jetzt in Reihenfolge ihrer Kompetenz genannt, oder? Was habe ich gemacht? Conte, Favre, Löw, Zidane? hast du denn einen so starken Case, dass du voll wegpreschen willst mit einem? Mit zwei bin ich sehr glücklich von meinen Picks. Muss man hier wegmachen. Ich habe einen, den ich jetzt direkt machen kann. Okay. Und das ist der Antonio Conte. Zu? Manchester United. Ah, ich wusste es! Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe es vielleicht auch schon im Q&A ein bisschen verargumentiert. Das habe ich noch nicht gesehen. Da kam das in ähnlicher Form auch auf, mit Bezug auf Conte. Aber ja, also für mich ist das Ding folgendes. Also wir lassen mal Ole aus der Gleichung komplett raus. Reden wir gar nicht drüber, wir reden nur über Conte. Und Conte hat in den letzten 10 Jahren Trainerdasein auf 5 Stationen verteilt niemals einen Punkteschnitt von unter 2 gehabt. Ja. Das ist komplett Banane. Das ist absolut Freak von den Zahlen her. 100%. Also das ist kein Trainer, den du holst und der in deinem Verein 5-6 Jahre arbeitet, weil dazu ist, glaube ich, der Mensch Antonio Conte zu aufreibend, glaube auch. Zu viel Verschleiß da. Ja. Aber er ist für mich der Inbegriff von einem Trainer, den Titel holt und den dir vor allem schnell holt. Ja. Inter war es im zweiten Jahr, Chelsea war es im ersten Jahr. Also Conte ist für mich der Inbegriff von schnellem Erfolg, super schnell sichtbare Verbesserung und ein Verein, der einen 36-jährigen Ronaldo holt, der ist ja nicht, also der sagt ja damit... Die brauchen gerne schnelle Änderungen. Also du holst ja nicht Ronaldo, damit du in 2 Jahren Meister wirst, wenn Ronaldo aufgehört hat. Du musst ja mit ihm am besten sofort einen Titel gewinnen. Ich hatte überlegt, Zizou zu Manchester United. Das ist jetzt nicht meine Entscheidung, aber das wäre jetzt meine Wahl gewesen. Nochmal mit Cristiano die alte Keule schwingen. Aber weißt du, wo ich konnte mit derselben Begründung hinstecke? Borussia Dortmund. Ja, aus genau den Gründen, die du genannt hast, das ist derjenige, der die bayerische Phalanx durchbricht mit dem BVB. Ich weiß, dass es eine schwierige Geburt ist, auch preislich, aber Conte zum BVB. Ich habe halt überlegt, okay, was ist ein realistisches Fit? Ja, ich weiß, dass es sehr stretch ist, aber... Im Grundsatz würde ich sagen, du kannst Conte überall, wo eine halbwegs vernünftige Mannschaft ist, die so ein bisschen, wo das letzte Quäntchen Gewinnergehen fehlt, kannst du überall Conte hinsetzen. Du kannst ihn zu den Spurs setzen, du kannst ihn zu Arsenal schicken. Ja. Das ist egal, glaube ich fast. BVB, also, ich sag's dir. Der bringt den BVB zurück auf Strecke. Ja. Hat der BVB aktuell eine Mannschaft beisammen, die da spielt? Also du kannst ja mit Conte, du weißt ja, was du im Fußball spielst. Du kriegst 3-2 und das ist auch, damit musst du arbeiten. Ja. Also, ich meine, Axel Sager, du bist zurück. Man kann also, man kann basteln beim BVB. Man kann basteln. Wer wird da der, eigentlich wäre perfekt auch, um Nico Schulz plötzlich zu so einem Monster, 100%. Monster die Philipp Kostic-Transformation. Ja, ist so. Und wenn wir so in einem Jahr gucken, Nico Schulz 12 Torvorlagen oder irgendwas denn hier passiert. Nur rechts wäre halt so ein bisschen problematisch. Mhm. Wobei Nico Schulz müsste rechts machen wahrscheinlich dann einfach. Und Rafa links? Ja, oder Rafa,
Bisschen, da darf er wahrscheinlich sogar wirklich nach vorne. Bisschen rein, ne? Auch, bisschen ja. rein vielleicht, könnte man machen. Rechts hast du ja, wenn er fit werden würde, mal Morey potenziell noch. Meunier ist nicht der Mann dafür. Eigentlich geht vielleicht. Ja. Ja. Schiebt nicht genug an. Es gibt eigentlich keinen Außenverteidiger, den Conte nicht gut gemacht hat. Ja, also mir fällt keiner ein, wo er sagt würde, da hat es nicht geklappt auf jeden Fall. Also, aber gefällt mir. Ja. BVB und Manchester, Fall from Grace, beide wollen wieder was gewinnen und würde gut passen. Okay, ich bin dran. Ja. Mit Lucien Favre. Ganz easy. Ganz mhm. einfach. Würde mich überraschen, wenn du dich selber hast. Der Job ist heute frei geworden. Newcastle. Jetzt jemanden holen, der Struktur bringt, der eine Idee mitbringt. Wenn wir jetzt sagen, diese ganze Geschichte, die bei Newcastle jetzt ablaufen wird, will man erfolgreich sehen, das sei jetzt mal so in den Raum gestellt, wenn man das will, dann ist Lucien Favre der Trainer dafür. Was sagst du? Ja, ich verstehe den Grund. Das ist der Mann, den du haben willst wahrscheinlich, was so eine rein fußballfachmännische Perspektive angeht. Aber er ist ja auch bekannt dafür, einfach zu sein. Ein Zauderer zu sein und jemand, der viel hadert, viel nachdenkt, sich selbst hinterfragt, alles hinterfragt. Und ich weiß nicht, ob das derjenige ist, den du jetzt in so einem... Es ist ja dann trotz allem auch ein explosives Umfeld, weil ja. es jetzt auch, weil da kann viel passieren. Der Club ist eine hochemotionale Fanbase. Also ich weiß nicht, ob Favre von seiner ganzen Persönlichkeit her geeignet dafür ist, unter dem Druck der saudischen Erwartungshaltung da jetzt abzuliefern, ob das... Braucht man einen Puffer. Wir müssen einen Puffer installieren. Ralf Rangnick. holt die Sympathen alle an Bord, alle ziehen Newcastle. Ich sage, es würde funktionieren. Auch weil sie ja in einer sportlichen Situation sind. Die brauchen ja ganz eindeutig eine Identität jetzt erstmal. Die brauchen erstmal Verständnis, was da gemacht werden soll. Das ist vielleicht nicht der Trainer, mit dem es dann in die ganz hohen Sphären geht. Aber für 2-3 Jahre ist Lucien Favre wie gemalt für mich, für Newcastle United. Also meinst Favre ist quasi derjenige, der aus einem Abstiegskandidaten Newcastle, weil ganz kurzer Insert, wie wild wäre das, wenn die einfach bevor überhaupt... Das wäre so geil, wenn die absteigen, habe ich auch gesagt. Bevor die Chance haben, überhaupt richtig Geld reinzupumpen, erstmal runtergehen in den Championship. Ja. Das wäre schon... Oh, und dann aufstiegst du ey, mit Arsenal nächste Saison. Dass sie das auch ausgeglichen haben, regt mich richtig auf. Naja, gut. Ich auch. Ich hab geschaut tatsächlich. Ja. Ich war in den letzten 20 Minuten da und ich habe stark mit Crystal Palace gefiebert. Ja, ich auch. Und sowohl ich Crystal Palace in der einen Prognose als Absteiger getippt habe, war meine Antipathie gegen Arsenal in dem Augenblick stärker auf jeden Fall. Wo hast du Lucien hingepackt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Aufgabenstellung ein bisschen anders verstanden. Ja. Meine Vorstellung war, wir kommen hier hin, reden über, was den Trainer ausmacht und philosophieren dann gemeinsam drüber, was könnte ein passendes Fit für diesen Mann sein. Ja, können wir auch machen, aber ist zu spät. Dann sage ich mal Folgendes. Lucien Favre, ja. VfL Wolfsburg. Das funktioniert. Weil Geld... Oh, Schmattke Favre, das brennt in einem Jahr aus. Aber wirklich, ich meine keine der Personen, sondern das Vereinsheim. Aber wenn... Also Schmattke konnte ja zumindest auch ein paar Jahre mit Stöger. Da wird dieses Bild, kennst du dieses Bild von diesem kleinen Mädchen vor dem brennenden Haus, was so lacht? Ja, ja. Das ist Schmattke auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall Verstand verloren, glaube ich. Nee, aber, also wenn du mal kurz drüber nachdenkst, Wolfsburg, stabiler Kader, ja. Geld ist da, ja. aber jetzt kein Pulverfass von einem Vereinsumfeld, das dir ständig im Nacken sitzt. Könnte nicht viel weniger pulverig sein. Perfekten Bedingungen für jemanden wie Lucien Favre, um da zu arbeiten. Das ist nicht so viel Medienmanagement, wie er es zum Beispiel in Dortmund hatte, wie er es auch nicht gemocht hat, glaube ich, wir uns alle, haben wir alle gesehen. Das war ja kein Freund davon. Auf gar keinen Fall, das war furchtbar. Das machen zu müssen. Das hat ihm richtig geschadet, das hat ihm richtig zugesetzt. Deswegen, ich glaube, Lucien Favre wäre jemand, der davon profitieren könnte, einfach in einem ruhigen Vereinsumfeld zu arbeiten, mit guten Strukturen. Mhm. Und why not Wolfsburg? Ja, okay. Ich habe gerade noch nach einer Schneeanalogie gesucht, aber... Schnee. Ja, wegen Pulverschnee. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht mehr, was das Gegenteil von Pulverschnee ist. Was soll die Analogie sein? Ja, da war ich gerade auf dem Weg dahin noch. Nee, ich war jetzt schon im Bereich, wo ich darüber nachgedacht habe, wie man bei Pulverschnee wächst im Vergleich zu anderem Schnee, aber ich gemerkt, ich komme nirgendwo hin. Dann ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, was ist der Unterschied von Pulverschnee? Matsch. Pappschnee. Ja. Heißt so, ne? Ja, heißt wirklich so Pappschnee. Ja. So wie der Online-Shooter. Ja, weil er so Papp. PUBG. Der heißt Pappschnee. In Österreich. Nee, sagen die Pappschnee. Allgemein. Oder Schneepappe. Oh, Junge. Pappballschnee. Wie heißt der Gegenteil? Hast du noch nie Pappschnee gehört? Nee. Ich komme ja auch aus der Eifel, aus dem Skigebiet. Mhm. Und wenn wir Schlitten fahren... Wer ist euer größter Wintersportler? Ich. meine Abfahrt auf der Aldi-Tüte, die ist bis heute legendär. Also, ja. Ich habe früher... erzähl erst mal weiter. Danach erzähle ich meine Wintersporterfahrung. Es gibt ja eine... Also, das Beste zum Schlittenfahren war der Ersttagschnee, weil das war dieser Pulverschnee. Der war schon weich, der hat gut gelegen. Und dann vergehen so ein paar Tage und dann verändert sich auch die Konsistenz. Das ist die Anomalie des Schnees. Ja. Und dann wird der halt pappig. Ja, außer wenn es eiskalt ist und niemand drüber läuft. Und dann ist es Pappschnee. Okay.
Ich denke jetzt an PUBG. Ich habe früher bei meine Eltern haben im Garten so 4 Stufen. Mhm. 1, 2, 3, eine große, nochmal 2, 5 ja. Stufen. Und da haben wir jeden Wind, immer wenn Schnee lag, so eine Rampe runtergebaut mit unten im Kicker. Da bin ich dann, und da habe ich so Sachen gemacht wie von meinem Skateboard die Rollen abschrauben und so Schuhe draufschrauben oder sowas und versucht da runter zu. Habe ich wirklich alles gemacht. Alles gemacht. Und aber die eigentliche Geschichte, jetzt sind wir im Skiurlaub, sind wir irgendwann mal, als es schon dunkel war, haben wir gedacht, weißt du, was jetzt eine Riesenidee wäre? Von der Hütte, Abfahrt zu 6 auf einer Bierbank. War keine gute Idee, kann ich an der Stelle sagen. Haben wir gemacht. Also umgedreht. Also vom Hüttendach? Nee, nicht vom Dach, aber einfach die Hütte war so mit auf halber Höhe des Bergs. Ah. Wir haben auch in dieser Hütte gelebt und der Skilift lief nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir uns einfach alle hintereinander auf eine umgedrehte Bierbank und gucken mal, wo wir hinkommen. Aber es hat auf jeden Fall im Arztaufenthalt geendet und damit, dass die anderen 5 auf jeden Fall den Berg hochgelaufen sind bei Nacht. war sehr erfolgreich, ja, alles in allem. Gute, ja, Idee. War eine gute Idee, ja. So, Favre haben wir abgearbeitet. Ja. Favre Wolfsburg. Ich glaube, der geht nicht mehr in die Bundesliga so schnell. Ich glaube, der ist dann erstmal mit der Bundesliga. Der war noch nie in England. Wird doch mal Zeit jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob er will. Ich glaube auch, der passt halt eigentlich nicht nach England. Ne? Aber ich schicke ihn zu Newcastle. Jogi Löw. Das ist hart. So, mach doch mal deinen Case nach deinem Aufbau. Was macht Jogi Löw aus? Und dann können wir gucken, wo er hinpasst. Also man kann ja jetzt nicht komplett Slender betreiben. Nein. Es muss ja, es gab ja mal irgendwann mal einen Jogi Löw mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, der den deutschen Fußball im Regen von Rio stehend, ja, der ein Prachtexemplar von einem Mensch war. So ein bisschen wie Hannibal, der die Alpen überquert. Das war Löw für Deutschland, glaube ich, damals. Mhm. Ja. Und dann ist noch was verloren gegangen. Ja, die Frage Elefanten. Ist, kannst du jemanden, der von 2006 an bis 2020? Ja, also 2004 war er ja schon im Trainerstab. Ja, aber kannst du jemanden, der so lange raus war aus dem Kosmos Vereinstrainer, nochmal zu einem Clubtrainer machen? In dem Alter, in dem er heute schon ist. Ich sag nur, nein. Nur in einem Land, das selber so lange aus dem Fußballkosmos raus ist. Denkst du auch in die Türkei? Österreich. Türkei wäre meine zweite Wahl. Ja. Ich will ihn nach Österreich schicken. Aber zu wem denn? Ist mir scheißegal. Also er hat ja mit Wacker damals die Meisterschaft gewonnen in Österreich, glaube ich. Dann war er bei, nicht bei Rapid, sondern bei Austria, glaube ich. Ja, müsste auch stimmen. Und ich würde ihn, das große Problem, was wir natürlich haben, ist RB Salzburg in Österreich. Weil ich will eigentlich, dass er auf seine alten Tage, so alt ist er noch gar nicht, aber auf seine älteren Trainertage, nach Österreich geht und da zu einer Trainerikone wird, weil er 12-mal Meister wird mit irgendeinem Fantasieclub. Das ist eigentlich die Perspektive, die ich für Jürgen Löw sehe, ehrlich gesagt. Aber das ist doch noch lange Arbeit, wenn er auch 12-mal Meister werden soll. In a row, 12 Jahre also. Ja, ist er ja über 70. Ist ja in Ordnung. Dann kann er ja Schluss machen. Na gut. Weltmeister, 12-facher österreichischer Meister. Das geht doch in Ordnung. Ich wollte ihn zuerst zu Rapid schicken, weil ich finde, wenn jetzt Rapid ein paar Mal Meister werden würde, ich da nichts dagegen. Aber ich habe mich dann entschieden, ich mach's auf. Also jeder österreichische Verein darf sich quasi jetzt offiziell um Jogi Löw bemühen, bis auf RB Salzburg. Die müssen mit Punktstrafe starten, damit Jogi eine Chance hat, diese Rekorde einzufahren. Und wenn du nämlich jetzt guckst raus auf seine Statistik, ne? Er war nämlich ein Top-Trainer in Österreich. Guck mal auf die Punkteschnitte. Er war bei Was für Wacker, was redest du? War überhaupt gar nicht. Wenn da steht FC Tirol, dann ist es heute Wacker Innsbruck. Okay, dann war da. Klick mal drauf, was kommt dann? FC Tirol, Wacker Innsbruck. Aber Punkteschnitt 1,52. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Wirklich? Ja. Austria Wien 1,71. Jetzt gehen wir mal in die Titelhistorie rein von uns Jogi. Österreicher Meister mit, wie kann man denn mit einem 1,52er-Schnitt Meister werden? Entweder war die Liga ein Witz oder er hat irgendwie spät übernommen. Wahrscheinlich hat er spät in der Saison übernommen. Vollkommen absurd, wie geht das denn? Ansonsten war aber noch bei Fenerbahce. Hat er nicht von Kurt Jara übernommen sogar? Vielleicht hat er von... Das ist alles so in meinem Land vor unserer Zeit passiert, keine Ahnung. Ja, ich meine, das ist ja immer noch ein Land vor unserer Zeit, Österreich, aber... Fener! Zurück zu Fener! Gerne, ja. Dann würde er auch, also wenn er noch da ist, wieder vereint werden mit Mesut Özil. Oh, das hätte er auch... Geht oder geht nicht? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass da auf persönlicher Ebene ein bisschen was kaputt gegangen ist. Glaubst du nicht? Glaubst du, der Schaden ist unmittelbar zwischen Özil und Löw entstanden oder auf anderen Ebenen? Nein, ich glaube, er ist nicht unmittelbar zwischen den beiden entstanden, aber ich glaube, dass beide Seiten so eindeutig eine der Konfliktseiten repräsentierte, dass das vielleicht schon nicht mehr reparabel ist, ehrlich gesagt. Weil ich habe Löw da jetzt gar nicht so als offensiven Lautsprecherpart in Erinnerung. Es war eher Bierhoff. Genau, aber Löw hätte sich auch mehr positionieren können, auf jeden Fall.
Das wäre vielleicht möglich gewesen. Ich finde auf jeden Fall, ein Punkteschnitt bei Fener von 2,05 ist er tatsächlich sehr stabil. Top-Trainer. Und deswegen, ich würde, wenn ich für Löw irgendwas argumentieren müsste, dann wahrscheinlich eine Rückkehr in die Türkei, vorzugsweise zu Fener, weil das macht, wenn du einmal da warst, macht es jetzt keinen Sinn, dann noch zu Beşiktaş oder zu Gala zu gehen oder sowas. Das wäre, da würdest du ja an einem eigenen Status-Ast sägen, den du vielleicht bei einem anderen Verein hast. Antalyaspor. Coaching-Duo mit Nuri Sahin. Doppelspitze mit Nuri Sahin. Das wäre mal was. Da wäre ich dabei. Aber ich finde ja, also ich glaube, ich würde Fener sagen. Ja, also du willst die Türkei, ich will nach Österreich. Ja. Ich würde Türkei, aber ich würde auch haben. Oder halt nochmal Nationaltrainer. Ja, das wäre tatsächlich, aber dann wäre es halt sowas wie Gernot Rohr, so eine Karriere, ne? Ja, nee, ich hätte tatsächlich, also jetzt hat Stefan Kunz ihm das weggenommen, hätte auch gedacht, er wäre als türkischer Nationaltrainer. Und war er nicht sogar in der Verlosung so ein bisschen? Möglich kann das sein. Also hätte ich jetzt für eigentlich einen ganz natural fit gehalten, auf jeden Fall. Also. Ein Satz, in FM in meiner Karriere wurde Gernot Rohr Trainer des Jahres 2020-21, weil er mit Nigeria Afrika Cup gewonnen hat. Stark. Wurde er Welttrainer des Jahres. Könnte ich ihm, ist doch okay. Ja, aber ist einfach schön, wenn du die Liste durchguckst, Pep Guardiola, Gernot Rohr. Okay, der letzte Mann auf der Liste, Zizou. Ja. Zinedine Zidane. Ich sage Folgendes, Zinedine Zidane hat keinen Bock, glaube ich, einen Club zu trainieren. Ich glaube, dem hat der, warum auch? Warum? Was soll er machen bei einem Club? Was soll er gewinnen, damit irgendjemand sagt, oh, Zizou? Also, es ist ja sogar so, dass selbst jetzt nach 3 Champions League und 2 Meisterschaften mit Real es einige Leute gibt, die nicht sagen, boah, Zizou, sondern sagen, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort und viel mehr hast du eigentlich gar nicht gemacht. So, und das heißt, wenn er irgendwo anders anheuern müsste, dann müsste er quasi wieder eigentlich alles gewinnen, damit er den Respekt bekommt, weil sonst würden Leute halt nur sagen, ah ja, Fraud, Zizou, wie auch immer. Findest du immer, ist irgendwas daran dran? Irgendwas? Also ich glaube schon, dass er das Glück hatte, eine außerordentlich talentierte und gut zusammengestellte Mannschaft bekommen zu haben. Ja. Aber ich glaube schon, dass er auch einen elementaren Anteil an dem Erfolg trägt. Denn ich finde, das, was Real Madrid unter ihm gespielt hat, zu sagen, in der Liga und in der Champions League ja auch in großen Teilen zu sagen, wisst ihr was, wir spielen einfach gar keinen Fußball, wir lassen euch erstmal kommen, auch wenn wir Real Madrid sind. Und dann überfallen wir euch. Und das haben sie ja nun in der Champions League wirklich gerne gemacht. Ja. Ich finde, das bedarf schon einer klaren Coaching-Leistung, weil das sind einfach Spieler, die... Von dem Spielermaterial wäre das eine Mannschaft, die auch mit 80% Ballbesitz agieren könnte. Und das haben sie ja nicht gemacht unter Zizou. Wäre in alle Richtungen möglich wahrscheinlich, ja. Also ich finde schon, dass er... Ich würde jetzt nicht sagen, ohne Zizou gewinnen die keine der 3 Champions Leagues. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie ohne ihm 3 in Folge gewinnen. Das glaube ich auch nicht. Ich finde, was man nicht unterschätzen darf, ja, die Mannschaft, die er da bekommen hat, die war zu ihrer Hochzeit ein absolutes Monster. Das war ein Glurak Level 100. Mhm. Aber bei Pokémon war es so, wenn du nicht genügend Orden geholt hast oder hattest, dann haben dir Pokémon ab einem gewissen Level nicht gehorcht. Und so war das mit Zidane bei Real Madrid auch. Ja, es war ein Monster, aber du musst es halt auch beherrschen können. Aber er hat es noch beherrscht. Ja, deswegen sag ich ja. Also, Weil er alle Orden hatte. Deswegen, genau. Also man muss diese Mannschaft, diese Egos, diese Persönlichkeiten, diese Weltspitze des Fußballs beisammen halten zu können und in einem Spirit halten zu können über so einen Zeitraum, das ist für mich auch Inbegriff von Man-Management auf allerhöchstem Niveau. Und deswegen finde ich auch, ich finde es schwer für sie dann einen Verein zu finden, weil ich fast finde, er wäre überall da verschwendet, wo es keine absolute Weltauswahl ist, die einen Dompteur braucht. Also, zuallererst mal über die Orden noch mal ganz kurz. Mhm. Ich vermute, die Orden im Fußball wären schon auf Titel und Auszeichnungen, würde man die zurückführen. Ne? Ja. Also er hat einen Weltmeisterorden, Champions League Orden, Weltfußballerorden. Ja. Er hat wirklich fast alles, was es so gibt. Ja, Glatzkopforden. Glatzkopforden, einen der besten Kopfnussorden. Ich habe übrigens letztens noch mal mir seine Highlights von 2006 von dieser WM angeschaut. Und er war so clearly der beste Spieler bei diesem Turnier, kurz vor seinem Karriereende. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. War aber auch Peak seine Zeit. Es war genau noch die Phase, wo du auch als Zehner, ohne dass du sonderlich schnell bist, richtig brutal Einfluss nehmen kannst. Also 2006, Zizou, kann ich nur noch mal allen empfehlen. Ich habe aufgeschrieben, Frankreich, Nationalmannschaft. Es ist eine Weltauswahl, dafür brauchst du die ganzen Orden. Er ist eine französische Ikone. Und ich hatte überlegt, Juve, die brauchen jemanden, aber er ist niemand, der jetzt Juve aufbaut wieder, glaube ich. Nee, und vor allem, es macht jetzt nicht Sinn, über einen Verein zu spekulieren, der gerade jemanden neu als Trainer eingestellt hat. Jemanden, der ja auch wirklich potenziell ein bisschen bleiben soll. Ja, genau. Deswegen, also würde ich tatsächlich, habe ich keinen Club gefunden, wo ich sage, ja, das passt gerade. Weil alle Weltclubs, die sind irgendwie gerade beschäftigt oder besetzt. In England hätten wir noch United gehabt, aber Chelsea sitzt im Sattel, City sitzt im Sattel mit. Also und United, Zizou?
fühle ich irgendwie nicht so richtig. Ich fühle es auch nicht so richtig, der Vibe stimmt für mich nicht ganz. Weil ich glaube nicht, dass United-Fans, und das ist auch in Ordnung, weil sie ja immer nur gegen ihn gespielt haben, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Leute das richtige Verständnis für den Mensch Sisu haben, sondern dass er sehr direkt dann auch nur an dem gemessen würde. Nee, Frankreich kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, weil passen. Wenn Sisu spricht, hält es auch den Mund. Jeder hält seinen Maul in der Kabine, das verspreche ich. Also da auch Leute, die noch nicht mal gelebt haben, so wie Kammerwinger, als er in der Prime war, würden, glaube ich, da einfach die Schnauze halten. Frankreich also, oder? Also, wir haben Einigkeit bei Conte, United. Ich sag BVB. Ach stimmt, das war noch BVB gesagt. Stimmt. Aber United ist okay, ist meine zweite Wahl. Dann haben wir Zidane zu Frankreich. Zidane, da sind wir uns einig. Favre sagst du Newcastle, ich sag Wolfsburg. Mhm. Und dann haben wir noch Löw und du sagst Österreich. Irgendwo nach Österreich. Ja. Und du sagst irgendwo in Türkei. Fenerbahce. Ganz konkret Fenerbahce. Ja. Okay. Lassen wir so stehen und gehen weiter. Und die Frage an dich ist, gehen wir in die zweite Liga oder gehen wir nach Amsterdam? Lass uns noch ein bisschen hochfliegen, oder? Nach Amsterdam? Ja. Three Little Birds. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Der nahm wirklich die Hoffnung. Allein in einer fremden Stadt? Allein in Amsterdam. Ja. Selbstverständlich. dazu kann ich nichts erzählen. Ich würde gerne was erzählen, geht aber nicht jugendfrei. So, nichts jetzt, nicht Amsterdam-Rotlichtmilieu-related, sondern einfach nur, es geht um eine Umdichtung dieses Songs, die ich jetzt nicht wiedergeben werde. So, ne? Damit wir das mal kurz Disclaimer machen. Also you prefer not to speak. Ja, if I speak, I'm in big trouble. Ajax Amsterdam hat gestern Borussia Dortmund komplett rasiert. Ja. 4-0. Und sie hätten 7 machen können. Problemlos. Dortmund hätte auch 3 machen können, sind wir uns einig. Aber Ajax Amsterdam, das war, die haben die aus den Angeln gehoben. Eine absolute Machtdemonstration. Ja. Die haben die spielerisch komplett entschlüsselt, aufgebröselt, in ihre Einzelteile zerlegt, wie auch immer du es umschreiben möchtest. Ajax Amsterdam war einfach, und das ist die krasse Erkenntnis, eine Nummer zu groß für den BVB. Ja, ja. Und das Geile ist, man hat es in den ersten 10 Minuten, finde ich, ganz gut gesehen. Ajax ist natürlich einfach aufgrund ihrer Liga und auch der diesjährigen Champions League-Gruppe so ein bisschen geschuldet. In den ersten, bis zu dem 1-0, so gerade in den ersten 5-6 Minuten hast du so gemerkt, Ajax wusste noch nicht so richtig, woran sie sind. Wir haben natürlich in dieser Zusammensetzung einen Gegner dieses Kalibers noch nicht gespielt. Ne? Und haben halt so ein bisschen, haben erstmal so geguckt. Und dann wurde immer deutlicher, oh ja, okay, wir können die genauso auseinandernehmen wie jeden anderen Gegner, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und dann ging's los, Alter. Und Ajax Amsterdam, warum wir über sie reden wollen, ist, das ist einfach eine der absoluten, vielleicht die größte Wohlfühlmannschaft in Europa inzwischen. Ja, das ist so jeder gemeinsame Nenner. Ja. Weil ich glaube, es gibt kaum jemanden, außerhalb vielleicht Fans in Holland, die Fan von einem rivalisierenden Team sind, was auch immer. Aber sonst außerhalb des Landes gibt es, glaube ich, niemanden, der sagt, ach, Ajax finde ich unsympathisch. Also. Glaube ich auch. Und auch gestern wieder, ich habe es jetzt nicht genau konkret parat, aber im Kader standen irgendwie 7 Leute, 8 Leute aus der Ajax-Jugend. Also ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall mir notiert, die ich krass finde. Also die eine Sache ist, Talente zu kaufen für ordentliches Geld und die dann groß zu machen, das ist auch schon cool, machen sie ja auch. Machen sie brillant. Jetzt haben sie ja Darami geholt von Kopenhagen, der hat viel gekostet. Ja. Mohamed Kudus, der Ghanaer, spielt ja auch da, hat auch Geld gekostet, kam auch von extern. Aber Timber, 20 Jahre alt, spielt seit 7 Jahren bei Ajax Amsterdam. Rentsch, 18 Jahre alt, spielt seit 5 Jahren bei Ajax Amsterdam. Gravenberg ist 19 und spielt seit 11 Jahren bei Ajax Amsterdam. Ja. Das ist halt einfach... Daily Blind war weg, aber kommt aus der Ajax-Jugend. Ja, also die Menge an Spielern, die halt als Teenager, als Kinder teilweise so in dem Verein angefangen hat und da durchbricht. Also, unglaublich geil. Ja. Und auch auf diesem Level, und das ist jetzt nicht faktenbasiert, aber gefühlbasiert, ich würde mal vielleicht Athletic Bilbao rausnehmen. Mhm. Es gibt nichts Vergleichbares, keine Mannschaft in Europa, die regelmäßig Champions League spielt, die auf diesem Level Talente produziert. Es ist wirklich der Vollwahnsinn. Und du hast gerade eben zum Beispiel Jurrien Timber schon angesprochen. Der ist was, 20, 19? 20. Ja. Weißt du, das ist wieder so ein Spieler. Wenn du nicht aufpasst, verpasst du den für ein Jahr, dann steht er da drin und siehst, ah, okay, der Stammspieler bei Ajax Amsterdam, der wechselt jetzt irgendwie für 40 Millionen wahrscheinlich, wahrscheinlich bald. Und wenn er weg ist, kommt direkt der Nächste. Es ist so ein bisschen, also die Halbfinalelf hat sich damals nach goldener Generation angefühlt und sie war ja auch eine. Safe, und zwei Jahre später stehen die nächsten 4, 5, 6 Jungs auf der Matte, wo du halt denkst, okay, die können wahrscheinlich auch für einen kumulierten Wert von 200 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Ne? Also, und also, das sind wirklich viele Sachen. Also erstmal natürlich, was jetzt gestern auch geil war, weil natürlich in Amsterdam gibt es, würde ich vermuten, keine Beschränkungen mehr im Stadion. Das Ding war voll, die Fans waren drin, die Hütte hat gebrannt, wortwörtlich. Das ist ja auch ein Verein mit einer geilen Fankultur. Eben, also das ist ja unglaublich geile Fankultur. Und ganz im Ernst, und das meine ich nur positiv, wie einfach muss es sein und wie wunderschön Ajax-Fan zu sein. Ja. Das ist doch das Allergeilste auf der ganzen Welt.
das ist einer der wenigen Clubs, wo sich, wir haben extrem viel Erfolg, mit am wenigsten, es tut mir moralisch ein bisschen weh, beißt. Also ja. Das ist wirklich so. Deine ganze sportliche Entscheiderriege sind Legenden von deinem Verein, mhm, durch die Bank. Du spielst mit Mannschaften, die irgendwie 21 Jahre im Schnitt alt sind, jedes Jahr. Du kannst dich jedes Jahr über irgendeinen riesigen Breakout-Star freuen, weggehen, der nächste kommt direkt nach. Und du machst regelmäßig sowas, wo du die ganz, ganz großen Vereine Europas, und dazu zählt der BVB einfach, ja, richtig hart ärgern kannst. Also, schaut nochmal, gegen Dortmund 88% Passquote, 55% Ballbesitz. Der BVB hat in der Bundesliga einen Schnitt von 62% selber. Also, die so zu kontrollieren, das musst du erstmal machen. 9 Schüsse aufs Tor, 19 abgeschlossene Dribblings gegen 8 vom BVB. Das sind einfach Spitzenteamzahlen. Ja. Das ist komplett Wahnsinn. Also, ja. Und ohne jetzt, also, ja, vielleicht auch mal über einzelne Leute zu sprechen. Sebastian Haller gestern wieder. Der hat einfach gezeigt, dass er in einer richtig guten Offensive, das ist ein Spieler, der, das habe ich ja damals schon bei Eintracht immer gesagt, der kann Offensive auf ein neues Level heben. Ja. Die Vorlage auf Daily Blind gestern war brillant. So sieht so leicht aus, ja, aber ist so schlau und so clever gemacht. Macht den mit 2 Leuten um sich rum fest und legt den wirklich einfach nur mit der Fußspitze zur Seite ab und Blind macht den rein. Einfach geil. Oder auch, also Emre Can ist auch nicht bekannt dafür, jetzt ein Leichtgewicht zu sein. Und wie dermaßen, wie der gar nicht... Der kann gar nicht hochspringen, weil Haller einfach nur den Arm in seiner Richtung hat. Ja. Wie er ihn dermaßen klein gehalten hat bei diesem 4:0, kompletter Wahnsinn, Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ich glaube, ein Mann, der nochmal gesondert auch hervorgehoben werden muss, ist ja auch der, der das Ganze dirigiert und kontrolliert, das ist ja Erik ten Hag. Ja. Der... Ja, du sagst Dusan. Ich dachte, du sagst Dusan Tadic. Auf dem Platz wahrscheinlich schon. Ja. Aber jeder Verein, einigermaßen Spitzenverein, der einen Trainer sucht, natürlich, muss doch irgendwo auf seiner Liste ganz weit oben Erik ten Hag stehen haben. Es ist kompletter Wahnsinn. Aber für mich ist auch die Frage, also Erik ten Hag, warum sollte er jetzt gerade gehen? Das ist wirklich, das hat man glaube ich auch nicht vergessen. Also ich meine, klar, irgendwann, die werden wahrscheinlich nicht die Champions League gewinnen können und vielleicht ist Erik ten Hag ein so guter Trainer, dass er berechtigt den Wunsch hat, in einer Mannschaft zu trainieren, die Champions, ne, dann ist es ein Grund zu gehen. Aber wenn jetzt, no disrespect, warum sollte der zum Beispiel zum BVB jetzt gehen? Gibt keinen Grund für ihn in meinen Augen. Kein zwingend ersichtlich, weil es, man kann jetzt nicht sagen, dass die Talente, die er bei Ajax trainiert, irgendwie sich hinten anstellen müssen hinter den zweifellos auch begnadeten Jungs, die beim BVB rumlaufen. Ja. Haaland mal ausgeklammert, aber ja gut, der wurde gestern von Remco Passwer das stimmt schon. Entzaubert. Fraud. Aber um das mal so ein bisschen auch mal zahlentechnisch einzufangen, was ten Hag da gemacht hat. Ajax war 15, 16, 16, 17, 17, 18 gar nicht in der Champions League dabei und sondern instant 18, 19 haben sie den Halbfinaldurchlauf gehabt. Ja. Die haben gespielt bisher seitdem in der Champions League gegen Bayern, gegen Real, gegen Juve, gegen Chelsea, gegen Liverpool. Jetzt frage ich dich, wie viele Spiele, glaubst du, hat Ajax in der Zeit, in den letzten 4 Jahren Champions League mit mehr als einem Torunterschied verloren? Hast du eine Gesamtzahl jetzt? Also an allen Champions League-Spielen, die Ajax unter Ten Hag gemacht hat, ja, wie viele, glaubst du, haben sie mit mehr als einem Tor verloren? 4. 0. Null. Was? Die haben nie mit mehr als einem Tor verloren. Nicht mehr gegen Bayern? Kein einziges Spiel. Kein einziges Spiel mit mehr als einem Tor verloren. Das ist gut. Das ist kompletter Wahnsinn. Ja, ist gut. Ich habe mal geschaut, die hatten in den letzten 4 Champions-League-Saisons, die davor waren, die waren noch ein paar Jahre her, haben sie einen Punkteschnitt gehabt von 1,04 in 4 Champions-League-Saisons. Unter Ten Hag haben sie einen Punkteschnitt von 1,78 in der Champions League. In der Champions League. Das ist eine Verbesserung, die ist komplett Banane. In der Champions League als niederländische Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die eigentlich von der Idee der aktuellen Champions League eher in Richtung Kanonenfutter da normalerweise schon sollte. Normalerweise schon. Also was Ten Hag daraus geformt hat für eine Mannschaft, die wirklich, auch wenn sie nicht jeden schlägt und auch mal verliert natürlich, gegen jeden anstinken kann, für jeden unangenehm zu bespielen, ist auf eine Art und Weise, dass niemand, also man muss einfach sagen, niemand klatscht Ajax weg. Nee. Niemand macht das. Du kannst dich schlagen, aber es ist immer ein harter Brocken arbeiten. Das ist halt fantastisch. Und der Eindruck, der entsteht, ist, dass diese Offensive gegen jede Mannschaft gefährlich werden kann. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. So geil. Jetzt kommt ein Anthony um die Ecke, wo man jetzt teilweise gestern guckt und denkt, Moment mal, ich habe 30 Millionen für Donny Malen bezahlt, was ist denn mit dem Typ da? Also ich muss es schon mal sagen, ich habe glaube ich schon mal gesagt, der war ja bei Olympia, habe ich mir Anthony angeschaut und die ganze Zeit gedacht, boah, weiß nicht. Nee, nicht zielstrebig genug, zu verspielt und sowas. Eating my words auf jeden Fall. Ja. Also Wahnsinn. Und weißt du, das ist ja auch eine Mannschaft, auch die haben ja die ganze, ich meine, die haben seit einem Jahr oder was diese Unana-Kacke an den Hacken. Läuft einfach weiter.
Weißt du, dann, der sitzt dann einfach auf der Tribüne und macht gar nichts. Das war mein einziger Beef, den ich mit Alex habe. Ich sehe da nicht, was der Beef ist. Erzähl mal. Mein Beef ist, dass ich finde, dass es kein angemessener Umgang mit Onana ist. Ich finde, bin ich nicht genug in der Situation drin, ehrlich gesagt. Ich finde, da ist, also, diese Doping-Nummer war sehr, sehr unglücklich. Ja, das stimmt. Und, also ich glaube... Bei mir auch damals. Ich glaube... Ja, so, ich war sauber. Ich glaube, der Verein, der sich André Onana schnappen wird, der wird belohnt werden mit einem immer noch herausragenden Torwarttalent. Und, es sieht doch stark nach Inter aus, oder? Ja, die sind ja der Spezialist für so Transfers, so kleines Budget. Abstauben ja, auf jeden Fall. Also alles im positiven Sinne, das ist ja Marottas Kernkompetenz. Ja. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er wieder seine Karriere nicht hochkriegt. Ja, ich meine, es ist jetzt seine zweite Saison, die er komplett aussitzt wahrscheinlich. Letzte hat er noch ein paar Spiele gemacht und dann ausgesessen. Aber es könnten so gut anderthalb Jahre auf jeden Fall sein, die da jetzt schon nichts mehr so richtig geht. Ja, das ist schon viel. Das Wichtige ist aber, dass Martens de Kelenburg noch immer im Kader steht, auf jeden Fall für mich. Viel gut. Ja, auf jeden. Gibt so, viel gut ist nicht ein Stichwort. Wir warten hier, letzte Frage an dich. Das ist keine Quizfrage, ich würde nur eine Einschätzung haben. Gibt es eine, glaubst du, neben Ajax würde dir eine andere Mannschaft einfallen, außerhalb der Top 5 Ligen, wo du sagst, die spielen aber mit den Top 5 Ligen Jungs mit? Top 5 hast du natürlich Frankreich gut inkludiert, das war, ist natürlich richtig. Sheriff nicht mehr. Gucken wir mal nach Osteuropa. Nein, nichts in Polen. Ukraine zählt nicht. Russland nichts. Tschechien nichts. Schottland nichts. Irland nichts. Nee, ich glaube nicht. Also ich hätte vielleicht noch gesagt, man kann über Belgien, Club Brügge? Porto vielleicht. Boah, ja, Porto. So, also Liga Nord ein bisschen. Ja, stimmt, das wäre wahrscheinlich ein guter Ansatz. Aber bei, also hier ist es ja, das sind so Zähneknirsch-Antworten. Und Ajax ist der einzige Club außerhalb dieser fünf Ligen, wo du sagst, den würde ich da easy mit reinschmeißen und sagen, die halten da schon irgendwie mit. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich meine, Club Brügge ist natürlich nach gestern schwierig, aber wir hatten ja schon trotzdem ganz ordentliche Spiele in dieser Gruppe. Ganz ordentliche Spiele. Zählt aber auch nicht. Kannst du nicht so guten Gewissens sagen. Genau, es geht so um das gute Gewissen dabei. Dass du sagst, ja, die zählen für mich genau mit rein. Das ist ja, zeigt ja, was Ajax für ein Sonderfall ist, auch als Verein. Also Ajax, ich war, glaube, zweimal im Stadion und ein paar Mal in Amsterdam. Und ich wirklich finde diesen Verein so grundlegend sympathisch. Ich finde die Trikots immer schön, ich finde die Fans geil, ich finde die Kultur super. Ich finde die ganze Idee des Vereins toll. Und ich hoffe einfach, dass da... nicht allzu viel passiert, dass da nicht irgendwann ein Reicher, was auch immer, kommt und sagt, hier übrigens 2,5 Milliarden, wir machen hier mal was. Brauchen sie auch nicht. Brauchen sie wirklich nicht. Nee. Brauchen sie eben wirklich nicht. Ten Hag, wohin? Bleibt. Soll bleiben, ja. Soll bleiben. Warum, wo willst du ihn hinschicken? United. United. FC Kaiserslautern. Ja, also ich würde einfach, also ich glaube schon, dass er es sich mal verdient hat mittlerweile, auch mal ein richtiges Großprojekt an die Hand zu kriegen. Aber nur groß. Also das muss richtig groß. Er muss sich nicht, also ich finde auch tatsächlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich sehe auch nicht, warum er zu Dortmund gehen sollte. Nee. Der Schritt ist zu klein schon. Ja, also, finde ich auch. Müsste ein Top-10-Verein sein, denke ich, für ihn. Ja. Okay, komm, wir gehen dahin, wo es ein bisschen nicht so schön ist. Im Norden der zweiten Bundesliga. Wo manche Vereine sogar nicht mal ein Top-10-Verein in der zweiten Liga sind. Und zwar genau, nicht im tabellarischen Norden, sondern im Norden Deutschlands in der zweiten Bundesliga. HSV und Werder Bremen wollen wir ein bisschen drauf gucken. Ah doch, beide sind Top-10. Bremen aber ist Zehnter. Zehnter, genau. Naja. Der HSV steht auf 8 in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Der SV 03 Werder Bremen steht auf 10. Und das ist nicht so richtig, was man sich vorgestellt hat vor der Saison. Denn... wenn auch vielleicht nicht immer 100% klar kommuniziert, das sind Mannschaften, die nur in eine Richtung gucken und das ist Aufstieg. Ja. Läuft nicht so richtig. Läuft überhaupt nicht richtig, ne? Und beide Mannschaften sind in meinem Verständnis aber in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Entwicklungsphasen. Der HSV hat das schon durch, was Werder Bremen gerade macht. Und der HSV steht jetzt mit einer Mannschaft, die vielleicht nicht die Qualität hat, um wirklich in der Spitze mitzuspielen, aber die zumindest eine Altersstruktur hat und Spielertypen, wo man sich zumindest als Fan, glaube ich, ein bisschen für anzünden kann. Ein bisschen, glaube ich, wirklich. Ja. Und Werder Bremen bleibt Trümmerhaufen halt. Ne? Ja. Werder Bremen bleibt ein Trümmerhaufen. Und es ist diese Phase auch, in der man realisiert, ach, zweite Bundesliga heißt nicht übersetzt, wir gewinnen automatisch jedes Spiel. Wir spielen auch Fußball. Ja. Das ist Sau dumm, wir spielen aber auch Fußball. Ja, so ist es. Und bei Werder Bremen kann man, glaube ich, auch sagen,
wenn man so guckt, was so in die Öffentlichkeit gedrungen ist in den letzten Monaten oder auch, wenn ihr das seht, wenn ihr es Donnerstag schaut, gestern, und da wurde Niklas Füllkrug suspendiert, nachdem er sich mehrfach abfällig in Richtung Clemens Fritz geäußert hat. Ob man das verstehen kann oder nicht, das sei dahingestellt. Und Frank Baumann ist, ja, hat einen Kader zusammengebastelt, der wahrscheinlich nicht gut genug ist, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, es geht aber auch nicht nur um gut genug. Das ist er wahrscheinlich auch nicht. Aber er ist auch in keinster Weise der Kader, den Markus Anfang gebraucht hätte, um das zu spielen, was er spielen möchte. Und was er spielen möchte, war... Ist Regionalliga. Bin damit Markus Anfang, es tut mir leid. Der ja auch jetzt schon unter Druck steht. Ja, zu Recht. Und es gibt ja wohl Anzeichen darauf, dass sich wohl intern so ein bisschen Widerstand regt. Die Mannschaft hätte gerne einen Systemwechsel. Es stört wohl einige im Verein, dass er in seiner Ansprache ruppig ist oder zumindest nicht mehr der Feel-Good-Buddy, der Florian Kohfeldt vielleicht war. Wobei ich da sagen muss, das finde ich sogar gut, dass da vielleicht mal ein bisschen diese... Das wurde Zeit, dass das rausgeht. Familienwelt-Werder-Atmosphäre so ein bisschen aufgebrochen wird, um auch jemand mal eine Ansage kriegt, wenn er Mist baut. Family Fun Park Weserstadion. Ja, aber jetzt hat er Anfang unter anderem nach der Pleite gegen Darmstadt gesagt, wir können immer wieder davon reden, dass wir was aufbauen wollen und junge Spieler haben, aber wir müssen auch diese Entwicklung machen und daraus lernen. Und es muss irgendwann auch zu sehen sein, dass wir daraus lernen. Ja. Also hat tatsächlich auch seine Spieler an die Pflicht genommen, hat explizit, glaube ich, auch gesagt, dass er den richtigen Matchplan hatte, aber er nicht richtig umgesetzt worden ist. Ich meine, die haben jetzt was? Die haben aus den letzten vier Spielen drei verloren. Ja. Das ist ein Zeitpunkt, wo man seine Mannschaft in die Pflicht nehmen muss. Ja, und die verlieren auch nicht nur irgendwie, die verlieren dann auch gerne mal 3-0. 0-3, das ist das Standardergebnis, was da am Ende steht. Ja. Aber Markus Anfang will 4-3-3 spielen, das war von Anfang an klar. Findest du, dass Markus Anfang die richtige Wahl war für Werder Bremen? Ist es für dich, ist Markus Anfang jetzt der Terodde der Trainerbank, wenn du in der zweiten Bundesliga aufsteigen willst, holst du den Markus Anfang oder was? Weil er es einmal geschafft hat mit Köln? Mit Köln ist er nicht mal aufgestiegen. Der ist ja noch vor dem Aufstieg entlassen worden und wurde dann von dem anderen anders ersetzt. Den eigentlichen Aufstieg hat jemand anderes gemacht. Uwe Rapolde. Uwe Rapolde nicht, Alter. TuS-Koblenz-Legende. Was? Nicht Bayer-Leutzer. Der ist von Jahren zu Mainz gegangen, ne? Ja. Wer ist bei Köln? Wer Aufstiegstrainer? Hat Armin Fee wieder übernommen oder was? War das nicht einfach irgendeine Zwischenlösung bis zum Saisonende? Ich weiß auf jeden Fall, dass Markus Anfang hat es nicht zu Ende gemacht. Ja. Die waren auf Aufstiegskurs, aber haben dann trotzdem gesagt, die letzte Tendenz hat uns nicht gefallen. Wir ändern das jetzt schon um. Aber Kiel hat er ja fast nach oben geführt. Fast. Muss man sagen, das war ja auch eine ordentliche Leistung. Aber noch Relegation, oder? Ja, aber sie sind ja nicht aufgestiegen. Ja, da finde ich aber, jeder, der in der Relegation aus der zweiten Liga hochkommen will und scheitert, den nehme ich komplett in Schutz. Okay. Weil dieser Wettbewerb so krachend unfair ist, dass ich da immer gegen argumentieren werde. Ich bin mir nicht sicher, ob Markus Anfang ein guter Trainer ist in der zweiten Bundesliga. Ich glaube nicht, dass es ein überdurchschnittlicher Zweitligatrainer ist. Und ich glaube, dass man sich da in Bremen sehr früh auf ihn festgelegt hat. Dann ja auch wirklich... vor allem auch keinen anderen Gefühl kriegen konnte. Ne? Ja. Also ja. Geldtechnisch. Und ich glaube wirklich, das ist für mich kein Aufstiegstrainer. Und ich sehe nicht, wie diese Werder-Mannschaft unter Markus Anfang jetzt so einen Run starten sollte. Inzwischen brauchst du einen Run, um da wieder ranzukommen. Ja, die Sache ist aber auch die, du hast jetzt aber Markus Anfang geholt und der wird ja auch, als er sich in Bremen vorgestellt hat, wird ja auch gesagt, dann hör mal Leute, das hier ist mein bevorzugtes System, so spiele ich gerne Fußball. Ja. Und das ist ein 4-3-3. Und was hat Werder Bremen jetzt? Ja. Keine Sau, um ein 4-3-3 zu spielen. Aber er versucht es. Ja, er versucht es. Er zwingt es durch, da kann man einen Trainer für in die Haftung nehmen. Ja. Aber man muss ja auch fragen, wer hat den Kader zusammengestellt und wie kann ein Trainer, der explizit mit offensiven Außenbahn spielen möchte, keine haben, keine adäquaten dafür haben. Die Kaderplanung ist für mich ein ganz großer Dorn im Auge. Und ich weiß nicht, übrigens, ich weiß, dass wir zeitlich schon drüber sind. Wir wollen aber jetzt noch kurz drüber reden. Wir sind schon über 45. Wir haben uns so lange wir haben uns so lange an den Trainern aufgehängt. Nee, noch nicht? Wie viel? Was ist das? 43? Also 43. Nee, 7 Minuten meint er noch. Achso, noch 7 Minuten? Nee, 43 sind wir. Okay. Wir machen noch HSV. Ja, nur die Ruhe. Jetzt mal gucken. Die Italiener stehen hier vor der Tür. Da hätte jemand früher kommen müssen von uns beiden heute. An mich ist nicht klar kommuniziert worden, wann hier was ist. A Wizard is never nicht, late, Nico Heimer. Nicht eine Stunde später als sonst. Das ist ja eigentlich die Ruhe. Stimmt überhaupt nicht. 3/4 Stunde. Okay, ganz kurz. Lass uns jetzt nicht darin verfangen, weil dann haben wir ja noch weniger Zeit. Markus Anfang und Werder Bremen Kader. Also, Werder Bremen hat wenig Geld vor der Saison. Ja. Ich finde, die Abgänge, Milan Rashica und Josh Sargent sind gemeinsam für 18 Millionen zu verscherbeln an die Blindgänger aus Norwich. Guter Job sogar. Finde ich in Ordnung. Du hast einfach nur 3 Ave Maria beten, dass es jemanden gab, der blöd genug dafür wirklich? War. Aber ob das jetzt Management Masterclass ist, weiß ich nicht. Also. Augustinsson 5,5, Maxi Eggestein über 5, hat ein paar gute Transfers gemacht. Und dann die einzige Position im Kader, wo ich sage, für die zweite Liga habt ihr den perfekten Mann hier. Niki.
Niklas Füllkrug. Und was macht Frank Baumann? Er sagt, wir haben ungefähr 3 Millionen Euro auf dem Konto. Ich zahle 3,5 für Marvin Ducksch. Das ist der Mann, der uns nach oben schießt. Das ist wirklich solcher Wahnsinn in meinen Augen. Das ist Wahnsinn. Und nicht, weil Marvin Ducksch nicht auch seine 15 Tore macht, aber weil du es vielleicht einfach gar nicht gebraucht hättest. Eben. Vor allem, wenn du zum Beispiel gesagt hast, wir haben Füllkrug und wir haben ja eigentlich auch noch einen Johannes Eggestein, ja, der gerade eine starke Leihe gespielt hat in Österreich. Der nicht mal bedacht worden ist, genau, glaube ich. Ja. Warum nicht die? Also Werder Bremen kann natürlich jetzt den Trainer austauschen. Das können sie natürlich machen. Aber ich frage mich, wie lange kann man auf der Ebene tauschen, ohne dann irgendwann mal nach oben zu gucken, wer sitzt eigentlich hier und trifft die Entscheidung? Und das ist ja nun wirklich, diese Person, die dort Entscheidungen trifft, wurde von uns ja mehr als einmal angezählt in den letzten 2,5 Jahren schon. Und für mich ist dieser Zeitpunkt seit mindestens 12 Monaten überfällig, dass man, sagen wir es, Frank Baumann ersetzt. Es ist, also für einen richtigen Neustart wäre das wahrscheinlich zwingend mit notwendig gewesen. Also, ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es da auch Geldgründe gibt, dass man sagt, das kann wir schon können sein. Uns das nicht leisten, was kann auch immer. Kann schon sein, aber... Aber für einen richtigen, authentischen Neustart hättest du, glaube ich, auch auf der Position irgendwas tun müssen. Weil ich nicht sehe, wie du... Man hat ja übernommen, 16, 17, sowas in den Dreh, ne? Ich weiß nicht genau. Ich sehe nicht, wie du auf irgendwas in der Amtszeit Baumann gucken kannst und sagen kannst, das ist die richtige Richtung. Es war die eine Ausreißersaison unter Floco und sonst ging es ganz klar nur in eine Richtung. Ja. Und jetzt ist man Zehnter in der zweiten Bundesliga. Und ich ziehe in dem Moment gerade mein Thomas Aichin Comeback Mützchen auf. Thomas Aichin. Wo ist der heutzutage? Ich weiß nicht, aber der ist underrated in meinen Augen gewesen, weil der hat dermaßen das Sparkorsett bei Werder angezogen bekommen. Mhm. Und dass der überhaupt noch ein bisschen atmen konnte, war schon ein Wunder. Und dafür hat er es in meinen Augen, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. Also ich bin Leiter der Nachwuchsabteilung bei Bayern 04 Leverkusen. Der Mann ist glücklich, wo er ist. Das ist schön. Ich gönne ihm das auch, weil ich wirklich bin Thomas Aichin-Fan. Okay. HSV. Ähnlicher Club. Ähnlicher Club. Andere Umstände, ein bisschen. Bisschen andere Umstände. Der HSV ist inzwischen in Saison 4 in der zweiten Liga. Das sind an diesem Zeitpunkt, wenn man durchrechnet, 4 Saisons mehr als geplant. Und wie gesagt, die Kaderstruktur hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Man hat keinen Louis Holtby mehr, keinen Aaron Hunt und wer nicht alles rumgelaufen ist. Viel erfolgreicher ist man trotzdem nicht. Man steht, was, 2 Punkte vor Werder? 8. Platz, ja. 1 Punkt vor Werder, Platz 8. Nur Heidenheim ist dazwischen. Kommt gerade von einem 1:1 gegen Düsseldorf. Auf der Trainerbank sitzt natürlich Tim Walter. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob beim HSV vorher dieser Saison vielleicht sogar intern gesagt worden ist, es ist nur ein relativ großer Umbruch, ne? Denn es ist ja einiges passiert auf der Transferfront. Ja. Glaubst du, dass der Aufstieg ganz klar ausgerufen worden ist, diese Saison trotzdem? Der ist immer ausgerufen. Muss sein, ne? Muss sein. Ist immer ausgerufen. Ach, scheiße. Ich gucke nämlich jetzt hier gerade mir nochmal die Transfers durch von dieser Saison. Woran hängt es beim HSV? Also, Tim Walter hat ja selber gesagt, hat auf Kritik reagiert. Hat viele Fragen gestellt, rhetorische Fragen, keine Ahnung. Können wir eigentlich schon so weit sein? Man muss sehen, was für Spieler habe ich im Kader, wo kommen sie her, welche Erfahrungen haben sie? Ja. So ein bisschen angedeutet, hey, mehr ist eigentlich, also es ist schon ganz okay Klingt für so das, wie, was gerade ist. Ja. Aber ich finde, eine Mannschaft wie der HSV hat niemals in der zweiten Liga eine Ausrede, wo sie auf Geld oder auf den Kader verweisen können, um zu sagen, das ist der Grund, warum wir nicht oben mitspielen. Wenn du eine Mannschaft wie Regensburg gerade hast, wenn du Mannschaften wie Paderborn hast, wenn du auch St. Pauli hast. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde sogar St. Pauli mit reinnehmen. Auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Wenn die Mannschaften erfolgreich spielen können und oben spielen können um den Aufstieg, dann hast du als Tim Walter, als HSV-Trainer keinerlei Ausreden, die Richtung Geld oder Kader gehen können. Das ist für mich einfach non-existent. Vor allem, wenn ich die Kader durchgehe, sehe ich beim HSV immer noch mehr Qualität, zum Beispiel als bei St. Pauli, auf den ersten Blick. Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Aber ich sag's nochmal, es würde mich sehr interessieren, was die HSV-Fans dazu sagen, weil ich glaube wirklich, dass man sich aktuell damit ein bisschen besser zurechtfinden und anfreunden kann, dass diese Mannschaft, die einfach jetzt... Wie gesagt, ne, vor der Saison ist Aaron Hunt, Terodde, wie heißt er hier, der Typ, der lieber bei Bayern auf der Bank sitzt, Ulreich. Man hat also wirklich diese ganze hochbezahlt und überalterte Bagage aussortiert. Und hat halt jetzt, ist ja klar, dass die Mannschaft jünger ist, dass es schwieriger ist. Also ich glaube, man ist nicht zufrieden, aber ich glaube, man kann eher seinen Frieden damit machen vielleicht. Also wenn die Mannschaft nicht aufsteigt, tut es weniger weh, als wenn es die vom letzten Jahr nicht gemacht hat. Genau. Zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Grundproblem ist, ich mag die Grundidee, mit der Tim Walter Fußball spielen will. Und das ist, du hast kaum jemanden in der ersten, zweiten Bundesliga, der so brutal und so kompromisslos auf Ballbesitz setzt wie Tim Walter.
gibt es einfach nicht. Ja. Ich habe mal durchgerechnet, die haben jetzt in 10 Spielen einen Ballbesitzschnitt von 66,8%. Die haben in teilweise in Spielen 70%, 72%, 73% Ballbesitz gehabt. Das ist komplett Banane. Das, ja. das sind Prime Barcelona, Bayern München. Das ist immer gegen mein Spiel. Ja, das ist immer gegen mein Spiel quasi. Ja. Es ist vollkommen wild. Und deswegen, ich weiß das zu schätzen, aber wir haben ja auch Mannschaften gesehen, die Ballbesitz so Zahlen hatten, Ballbesitz, aber wo der Ertrag gleich null war. Das waren die späten Spanier, wie sie dann... Die Deutschen 2018. Genau, ja. Das haben wir schon so genug gesehen. Die Frage ist, was passiert mit dem Ballbesitz? Und ich glaube einfach, dass mit 70% Ballbesitz erfolgreich zu spielen eine der höchsten Künste ist, die man im Fußball so leisten kann. Und ich weiß nicht, auch wenn ich das wertschätzen kann, die Idee... Ob eine Zweitligamannschaft HSV das in sich hat, das zu leisten. I don't know. Mhm. Steht und fällt die Schwierigkeit darin nicht auch mit dem Gegner? Oder setzt dieses Spielstil, dieses System und diese Idee eine gewisses Grad an individueller Klasse voraus, die vielleicht in der zweiten Liga gar nicht gegeben sein kann? Ja, glaubst du das? Also, weil das glaube ich eigentlich fast nicht. Also, das zu verteidigen ist ja um ein Vielfaches einfacher, als das selbst zu spielen. Um das zu verteidigen, brauchst du zwei gut organisierte Abwehrblöcke, die können mittlerweile auch Liechtenstein stellen, das kennen wir ja mittlerweile. Ja. Und was du dann brauchst, sind im Idealfall ein paar schnelle Leute und die Möglichkeit umzuschalten. Ja. Das ist signifikant leichter umzusetzen und zu trainieren, als das, was der HSV vorhat. Ja. Also. Gut, aber dann ist es der falsche Trainer, dann ist es vielleicht der falsche Ansatz. Denn wenn, ja, weil es gibt einfachere Wege zum Erfolg dann fußballerisch, ganz einfach. Ich wünsche mir, ich sitze hier und sage, ich schließe aus, dass es klappt. Ich finde nur, es ist eine enorm große Aufgabe, mit dem hohen Anspruch an sich selbst das erfolgreich umzusetzen. Ich wünsche mir, dass es klappt, weil ich das cool finde, dass jemand das versucht. Aber ich finde es ein echtes Mammutprojekt. Wir werden es sehen, aber jetzt machen wir Schluss. Mhm. So ist es. Wir sind durch für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben wir irgendwas? Hier, wenn ihr uns gerade anhört oder schaut, dann abonniert gerne 50 plus 2 auf Spotify. Da machen wir Bundesliga-Rückblick und immer noch eine Spezialfolge so unter der Woche. Ja. Wir freuen uns über absolut jeden, der reinhört. Ja, es gibt quasi Shoutout an jeden. Und ansonsten wollte ich noch sagen, ciao. Ciao.